Servus und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute reden wir über das Schiffswrack, über die Silvestergeschenke. Hier seht ihr hier schon im Hintergrund die 25 Haftbomben, 25 Granaten, 5 Annäherungsminen und das Feuerwerk, wie jedes Jahr. Dazu ist dann auch noch der neue Hammer H1, also der Patriot, gekommen. Und fangen wir erstmal an mit dem Schiffswrack. Das findet ihr heute hier, gleich wenn ihr Richtung Militärbasis auf dem Highway hier fahrt, gleich bei der ersten kleinen Ortschaft hier, findet man relativ mittig von der Ortschaft hier an so einer Felsansammlung. Und wenn ihr in die Nähe kommt, dann hört ihr es auch immer schon. Ist ja auch nichts Neues. Hier seht ihr es nochmal auf der Karte. Und zwar hier ist das bei der ersten kleinen Ortschaft, da wo diese Straße weggeht vom Highway. Und dann hier ziemlich mittig. Falls ihr sowieso in GTA seid, kurz einsammeln, bringt euch 20.000 und ein paar Erfahrungspunkte. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Als nächstes ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, der Schnee ist weggetaut, in Los Santos ist es warm, da passiert sowas ziemlich schnell. Was ich aber immer ein bisschen schade finde, weil ich mag den Schnee persönlich. Hier seht ihr noch die eine Telefonmission hier vom Franklin. Ich stoppe mich mal kurz. Man, this should be a wholesome ass day of work. The target is some backwards-ass judge that changes the sentences for anyone who offers her a fur coat or a stack of fucking cash. She put a lot of innocent people in jail. Some fucking people I even know. And tomorrow, she's ruling on a big fraud case against one of our partners at Lawn Bank. The whole world know he's guilty as fuck, so a bunch of our clients are out there betting against Lawn Bank's stock. Only I just got wind the lady judge been paid to throw the fucking case out. And if the defendant walk and the stock don't tank, our clients stand to lose a lot of fucking money. So I say we bring some karma to this e-boy-ass bitch. Take her out, and our clients will give us a nice kickback when justice take its course. But look, she's at the golf course right now, playing around to celebrate in advance. The outfit should still be at the clubhouse. I suggest you go pay her ass a visit. Das zeige ich euch natürlich, weil auf diesen neuen Aufträgen auch 1,5-mal Geld drauf ist. Allerdings müsst ihr da ein bisschen aufpassen, und zwar, ihr solltet die Aufträge wirklich so erledigen, wie ihr auch die SMS vom Franklin bekommt. Wenn ihr hier mal schaut an der Nachricht, ihr müsst in dem Fall jetzt diese Frau da wirklich in Golfoutfit und mit Golfschläger wirklich umbringen. Das habe ich am Anfang hier gar nicht so richtig mitgekriegt, dass ich hier hin kann und mich umziehen kann, aber das bringt auf jeden Fall nochmal extra Kohle. Das seht ihr auch am Ende nochmal. Zur Eventwoche möchte ich nochmal kurz was sagen. Auf Spezialfracht, also diese Kisten, die ihr im Büro kaufen könnt, da ist auch doppelt drauf. Also wenn ihr da ein Lagerhaus mit 111 Kisten voll macht, bringt es normalerweise 2 Millionen, kostet euch 600.000 das Ganze voll machen. Und wenn ihr es verkauft, bekommt ihr dann diese Woche 4 Millionen. Also ein bisschen über 4, fast 4,5 Millionen sogar. Lohnt sich auf jeden Fall. Hier seht ihr es auch nochmal. Ich hole da den Golfschläger raus. Schau noch ein bisschen, dass wir hier weg können. Aber da kommen dann auch schon ihre Kollegen nach. Die lassen sie dann nicht alleine. Dann müssen wir das einfach so machen. Hier steht dann jetzt schon, verlasse das Gebiet. Wir töten jetzt auch noch schnell ihre Kollegen hier, dass wir da unsere Ruhe auf jeden Fall haben und dann in Ruhe entkommen können. Da ist er. Genau. Was ich dann noch sagen will, den neuen Patriot, den werde ich dann in einem extra Video noch auftunen und probefahren, dass ihr das Ganze seht. Und hier seht ihr das dann nochmal mit dem Bonus, weil wir es richtig gemacht haben, bekommen wir einfach mal 105 extra, insgesamt 130.000, und das ist schon eine ordentliche Menge. Das war es dann aber auch schon hier zu meinem Video.
Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gesundes neues Jahr schon mal und dann bis zum nächsten Video.